Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Ja, Tag Nummer 9. Schwarz-Weiß, schlicht modern, mit Nouveau-Paste oder Strukturpaste, eine besondere Karte. Ich habe hier jetzt schon mal in warm und kaltgrau sozusagen koloriert. Den Stempel hatte ich ja in meinem Türchen. Und wir machen heute eine Twist-and-Fold-Card. Also die sieht jetzt noch sehr unspektakulär aus. Da kann man dann auch noch was reinmachen, theoretisch. Gutschein oder... ja, was auch immer. Nur ich habe mich gerade... Ich habe nämlich gerade versucht, die Maße anzupassen. Ich habe da wieder so ein Video gesehen von der Sam. Ach, da kann ich... Moment, ich muss erstmal gucken, wo ich hier mit meinem Zeug hin kann. Ich habe einfach keinen Platz auf diesem Tisch. So, da könnte man es hinlegen. Ihr braucht ein Stück Papier. Also ich habe jetzt hier 24 auf 18. Und man könnte ja auch mal das Zeug von den letzten zwei Challenges wegräumen, ne? Das wäre auch mal eine Variante. So, und dann falten wir nämlich von der einen zur anderen Ecke. So. Und da ich jetzt im Moment noch nicht weiß, wo ich die zweite Linie machen muss, falte ich erstmal die. So, und jetzt kann man sich das nämlich einfach anlegen. Ihr müsst quasi, also ich habe mir ja hier die Hälfte von... Oh, diese Fokussierung ist echt bescheiden. Ich hatte mir ja hier diese Linie mal irgendwann geschwärzt, damit ich hier auch sehe, wo ich bin. Und dann... Ups, jetzt bin ich abgerutscht. Und dann faltet ihr nämlich hier einmal zur Mitte. So. Und dann wird das alles noch mal gut festgedrückt. Man könnte sich das jetzt auch noch mal abmessen. Also ihr könnt dann quasi bei 19 und hier unten bei, naja, nicht ganz 19, das ist mehr so 18,9, 19, ja. Ja, ein bisschen weniger. Also ich mache es lieber so. Dann bin ich nämlich sicher, dass ich richtig rauskomme. Und das ist dann nämlich schon die Grundkarte. Und die gilt es jetzt noch zu verzieren. Ich habe noch nichts rausgesucht, weil ich irgendwie noch nicht so vorwärts kam. Sprich, ich muss jetzt noch ein bisschen Papier raussuchen, Mattung und das Einzige, was ich ja bis jetzt gemacht habe, ist Stempel koloriert. Von daher werde ich jetzt erstmal auf Suche gehen und wir sehen uns gleich. So. Ja, es hat mal wieder etwas gedauert. Ich habe mich jetzt entschlossen, noch ein Lesezeichen dazu zu machen. Einfach um... Ja... um da halt noch was dazu zu geben. Das heißt, wir brauchen hier auch noch ein Loch. Ich hoffe, das kriege ich durch. Es sind jetzt nämlich 5 Lagen. Und dann müssten wir mal gucken. Irgendwo habe ich hier auch noch die Öse. Ich weiß nur leider nicht genau wo. Wenn es mal wieder länger dauert, ne? Also offensichtlich hier nicht. Wo habe ich die denn wieder hingeräumt? Eigentlich war ich der Meinung, dass die da oben drin sind. Ja, dann muss ich die noch suchen. Machen wir gleich. Jetzt müssen wir erst einmal gucken.
wie ich was gedacht hatte. Irgendwo. Ist aber auch ständig irgendwas weg. Also ich glaube, ich muss erstmal Zeug zusammensuchen, bevor ich weitermachen kann. Hier fehlt nämlich jetzt das Weiße. Das lag eben noch hier. Oh, wie mich sowas nervt. Kleinen Moment. Naja, Haus verliert nichts. Es dauert halt manchmal nur ein bisschen. Dafür habe ich jetzt beides gefunden. Sowohl den weißen Zettel als auch hier meine Öse, die ich hier kaum durchbringe. So, ich hoffe, ich habe das noch richtig eingestellt. Ja, sieht gut aus. Da fehlt dann noch ein Band und Deko, ist klar. So, und hier ist jetzt endlich der Zettel, den ich hier die ganze Zeit am Suchen bin. Das ist nämlich für die Rückseite. Da kann man dann noch seinen Gruß draufschreiben, was auch immer man möchte. So, und dann muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ich hatte, glaube ich, das war so gedacht. Das hier so. Oder ich tausche, das weiß ich noch nicht. Nee, ist ja blöd, dann ist ja alles. Nee, ich glaube, ich hatte so gedacht, genau. Ach ja, wenn man nicht mehr weiß, was man, wie man was gedacht hat. So, ich werde heute auch, ich war ja am Montag beim Arzt. Und so wie es aussieht, ist der kleine Mann doch schon ziemlich groß und schwer. Was durchaus bedeuten kann, dass dann doch alles etwas früher passiert, als mir lieb ist. Deswegen weiß ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig, ob ich am Jahresanfang weitermachen kann. Aktuell fällt mir alles immer schwerer. Von daher werde ich heute zwei ziehen, also zwei Challenges ziehen und würfeln. Damit wenigstens das Jahresende noch abgedeckt ist. Die würde ich dann nämlich wahrscheinlich noch versuchen zu drehen. Wie es mit dem Jahresanfang aussieht, kann ich jetzt leider noch nicht so hundertprozentig sagen. Das hängt jetzt alles von den weiteren Untersuchungen ab. Das ist jetzt erstmal nur so eine Vorsichtsmaßnahme, dass ich jetzt alle zwei Wochen wieder hin muss. Aber es kann dann halt durchaus alles etwas früher sein als ursprünglich mal geplant und gedacht. Ja, und dementsprechend weiß ich halt noch nicht. Muss ich erst mal gucken, wo ich hier hin muss. Weiß ich halt noch nicht, wie das hier weitergeht. Also die, bis zum Jahresende will ich es auf jeden Fall machen. Deswegen würfel ich heute beides aus. Für morgen Donnerstag und für Freitag. In der Hoffnung, dass ich beides auch schon vorbereiten kann. Jahresanfang müssen wir dann mal schauen, ob ich es hinkriege. Kann ich jetzt aktuell nicht versprechen. So ist das halt manchmal. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, dann fehlt noch hier. Ist jetzt natürlich alles super dick durch die vielen Schichten, weil ich jetzt halt immer noch mal eine Mattung habe und na, sagt's mal. Und Designpapier, aber ich finde halt, das Thema ist halt mehr so Baby, ne?
Und dann schwarz-weiß wirkt dann gleich so trauermäßig. Deswegen wollte ich das halt noch so ein bisschen wenigstens auflockern mit dem Karton. Also so wird es dann im Prinzip beklebt, dass es dann so aussieht. Dann habt ihr die Karte so liegen. Ach, im Moment rutscht noch alles. So, und da kann dann nämlich hier beispielsweise, also die passt in einen 15x15 Umschlag. Ich hatte das extra so ausgerechnet, dass das da so reinpasst. Das werde ich jetzt noch ein bisschen dekorieren, genauso wie die Karte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann würfeln wir nämlich. Aber jetzt wird erstmal dekoriert und dann, ja, eins nach dem anderen. So, also ich habe jetzt hier gerade noch ausprobiert, welche Drops ich noch benutze. Die mache ich jetzt aber wirklich ganz zum Schluss drauf, damit ich es euch erst zeigen kann, bevor ich dann das Teil nicht mehr bewegen kann. So, also das wäre jetzt meine Karte, also Twist and Fold. Man kann hier, oh, ja, da habe ich wohl noch irgendwie, da war wohl noch irgendwas, was da nicht hingehört. Naja, gut, man kann es überkleben oder, so egal. Da kann man jetzt also noch was draufschreiben. Und hier kann man, wie gesagt, also ich habe jetzt noch ein Lesezeichen dazu gemacht. Einfach, weil es ganz gut da reinpasst. Und ich habe hier auch noch so ein, könnte man zum Beispiel für ein Babyalbum benutzen. Kann es auch einfach hier stecken lassen. Kann hier einen Gutschein reintun. Zum Beispiel für als Taufpate oder Neffe, Nichte, was auch immer. Wenn das Geschlecht noch nicht bekannt ist, ist natürlich schwarz-weiß gar nicht mal so doof, weil neutral. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Dadurch, dass der Holo-Spielkarton dann noch drauf ist, hat es ja wenigstens ein bisschen Farbe. Also es ist ja nicht nur schwarz-weiß. Oh, ich muss mit dem Band aufpassen. Ja. Gut, und dann würde ich jetzt noch... Ich würde hier gar nicht so viel drauf machen. Auf das Lesezeichen sowieso gar nicht. Und hier tatsächlich auch nicht so viel. Nur so... ein paar Akzente setzen. Vorsichtig. Ich muss unbedingt mal meine ganzen Drops durchgehen. Die sind so ein bisschen... ja. Die stehen halt schon ein bisschen, ne? Dadurch werden die nicht besser. Also man sollte die dann auch wirklich benutzen. So, mehr würde ich gar nicht drauf machen, tatsächlich. Und fertig. Also, ja. Mehr würde ich nicht drauf machen. Einfach nur so ein paar Akzente gesetzt. Und ja. Das wäre dann meine fertige Karte. Ich suche gerade nach meinen Unterlagen. So. Schwarz-Weiß, schlicht und modern. Nouveau, besondere Karte. Ja, eigentlich alles erfüllt. Dann legen wir die zum Trocknen mal aus dem Weg. Und wie gesagt, heute wird für 2 Tage gewürfelt. Also wir machen jetzt erstmal Tag 9. Sprich morgen Donnerstag. Wo ist eigentlich der Kleine schon wieder hin? Da. Mal richtig schütteln. Hui. Es sind schon wieder 2 Einser. Also ich glaube, die 1 würfel ich gleich nochmal, weil ich habe jetzt so oft schlicht und modern gehabt. Es hängt mir schon ein bisschen, ja, das hängt mir jetzt schon zum Hals aus. 3. Männlich. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt selbst veräppelt. Wir werden sehen. Also, Türkis oder Blau. Dann Männerkarte. Rot ist die 1. Verzierungen. Die Cuts, Holzsticker, Filz.
etc. Das ist natürlich da wieder schwieriger. Und die 2 ist eine ATC, ist ja auch blöd. Naja gut, Männer ATC. Ich glaube, da würfeln wir auch noch mal. Weil ATC 3. 3 ist eine besondere Karte. Na gut, hatten wir zwar heute, aber ich denke, ihr stimmt mir dazu. Es ist halt einfach blöd, ne? Eine ATC-Karte mit für Männer. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Männer keine ATCs wollen, aber finde ich jetzt, passt halt einfach nicht. So. Dann schauen wir mal. Was wir ziehen. Hoffentlich nicht wieder so was Tolles wie so ein Stempel. Elefant. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Zahlen? Oh. Ich sag's noch. Hoffentlich nicht sowas wie so ein Stempel-Elefant. Okay, da habe ich mich jetzt selbst verarscht. Na egal. Challenge ist Challenge. Gut, dann ist das jetzt der Donnerstag, sprich morgen. Und ich habe ja gesagt, wir würfeln auch gleich noch den Freitag, den letzten Tag des Jahres. Einfach damit ich es vorbereiten kann, weil ich im Moment gerade nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Oder ich würfel doch einzeln. Sollen wir einzeln? Ups, ich würfel jetzt einzeln. Ist vielleicht besser. So, warme oder kalte Farben. Ja, ich glaube, wir würfeln einzeln. Das ist echt besser. Warme oder kalte. So, dann kommt als nächstes. Ein bisschen Platz machen. 2 ist der Joker. Dann kommt Rot. Hier hat man die schon mal. Ja, doch, hat man schon mal. Holo. Spiegelkarton. Vellum. So, und hier, was hat man hier noch nicht? Eine interaktive Karte oder eine Verpackung wäre jetzt auch mal nicht verkehrt, ne? Ich sag's noch. Eine Verpackung! Hey! Super, endlich mal was Neues. So, und dann schauen wir mal, was wir ziehen. Oh, es fühlt sich irgendwie nach Papier oder sowas an. Ach, die habe ich ja auch noch, stimmt. Ja, dann ist ja zumindest das Papier schon mal klar und es sind eher kalte Farben. Mit den Die-Cuts und einem... Das wird schon wieder schwierig. Okay. Dann wird das die Challenge zum Jahresende. Okay, ihr Lieben. Also, ihr seht, 2 Challenges habe ich mir jetzt herausgezogen. Das hier war die Karte von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wieder mal etwas sehr chaotisch ist und war und wahrscheinlich immer sein wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es bei mir so weitergeht. Also ich werde auf jeden Fall Jahresende werde ich noch durchziehen, sprich die 2. Und dann muss ich einfach schauen, wie es geht, weil es wird jetzt halt gerade wirklich jeden Tag schwieriger für mich. Ich muss nebenbei ja auch noch ein bisschen was arbeiten. Von daher versprechen kann ich euch nichts. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Fühlt euch geherzt. Ciao.